Was geht, Leute? Nach gefühlt 100 Jahren habe ich es auch mal geschafft. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Kamera. Also nicht die Kamera, ich habe den Ladekabel verloren. Ich kam die ganze Zeit, ich wusste, ich habe es, wenn ich ein neues kaufe, ist und ich habe es doppelt. Nach 100 Jahren habe ich es gefunden. And guess what? I'm back. Genau, heute habe ich ein kleines Make-up-Video für euch. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit. Und dann können wir so ein bisschen Spaß miteinander haben, ne? So Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich kaum Haare. Deswegen bürste ich sie hoch. Dann gehe ich mit den Glue for Brows von Gatsby nochmal rüber, damit es so ein bisschen buschig wirkt. Mit einem braunen Eyeliner ziehe ich dann einfach meine Augenbrauen unten nochmal nach. Kreiere so ein paar Härchen, gehe mein Härchen entlang und schließe das oben wieder zu. So sollte es dann aussehen. Mit dem Concealer mache ich die Augenbrauen jetzt sauber. Und zwar ziehe ich dann natürlich unten nochmal eine schöne, saubere Linie. Und ja, wie ihr seht, ich wische das so ein bisschen mit den Fingern, damit das so ein bisschen natürlich ineinander verläuft. Dann gibt es einen dunkleren Shade. Und damit mache ich das über der Augenbraue sauber. Die Finger sind die besten Pinsel, sage ich immer wieder. Ich fange vor den Lidschatten immer mit einer weißen Base an. Ich möchte ja, dass man die Farbe natürlich sieht. Dann kommen auch gleich die Farben mit ins Spiel. Das ist eigentlich mein Lieblingspart. Genau, in dem Fall habe ich Pigmente probiert. Und ja, ich muss sagen, es gefällt mir sehr. Dann kommt natürlich auch direkt der pinke Ton, wie ihr sehen könnt. Ich versuche das so ein bisschen ineinander zu verblenden. Ein orangener Ton. Und zu guter Letzt natürlich der gelbe Neonton. Das Ganze verblende ich mit einem sauberen Pinsel oben nochmal alles miteinander. Jetzt kommt mein Lieblingspart mit dem weißen Eyeliner. Ich fange meistens unten an, ziehe den hoch und genau, wie ihr sehen könnt, ziehe ich den oben dann nochmal nach und schließe es. Jetzt kommen wir zu diesen schönen Palette hier. Es ist ein Geburtstagsgeschenk gewesen. Guckt euch das mal an, es sieht aus wie ein Buch. Ich finde das einfach so mega. Mit diesem schönen Glitzer werde ich jetzt meine Inner Corner schön bepudern. Mit dem Mascara werde ich jetzt nochmal über meine Wimpern gehen, weil sie ganz schön viel Pigmente abbekommen haben. Ich ziehe es vor, eigentlich den Wimpernkleber zuerst auf meinem Lid aufzutragen, bevor ich die Lashes dann aufklebe. Ich lasse so ein bisschen antrocknen natürlich und schwuppdiwupp kleben die Wimpern. Da ich eine ölige Haut habe, trage ich immer einen matten Primer drauf, weil, ja, ich schwitze halt. Ich trage den meistens so gerade so in diesem T-Zonenbereich auf und auf der Nase, ganz, ganz wichtig. Was jetzt kommt, muss ich, glaube ich, nicht erläutern. Naja, kommen wir jetzt zur Foundation. Die trage ich meistens mit einer Schicht auf, weil, ja, I don't need more. Ich lasse die Foundation immer ein bisschen einwirken. Jetzt kommen wir wieder zum Concealer. Den tragen wir natürlich dort auf, ja, wo die meisten den auftragen, und zwar unter den Augen. Ich trage gerne etwas Concealer auch über die Lippen auf, damit es ein bisschen einheitlich aussieht. Den Rest Concealer im Schwamm benutze ich dazu, um zu highlighten. Wozu konturieren, wenn ich einfach nur ein bisschen highlighten muss? Cause it says it's already melanated. Jetzt drehe ich den Schwamm und benutze die flache Seite, um das Highlight so ein bisschen so zu, ihr wisst, zu verblenden. Um das Ganze so ein bisschen zu versiegeln, kommen wir jetzt zum Baking. Ich benutze relativ wenig Baking Powder.
Also bei mir müsste jetzt nicht irgendwie so eine weiße Puderschicht dort sein, die ich dann am Ende wieder wegwische. Ich benutze gleich ein bisschen weniger und verteile das so schön in die Poren, soweit es geht. Hier zoome ich nochmal ein bisschen ran, da könnt ihr sehen, dass ich da wirklich versuche präzise ranzugehen, damit alles schön versiegelt. Jetzt gehe ich nochmal mit denselben Pigmenten wie auf meinem Lid unter meinem Unterlid. Unterlid, ist das richtig? Ich weiß nicht. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und so sieht das Ganze dann aus. Mit dem Eyeliner gehe ich natürlich nochmal rüber und gehe meine Wasserlinie nochmal entlang hoch. Gekleckert. Ich benutze einen x-beliebigen orangenen Lidschatten zum Blushen. Ich puste das natürlich nochmal ein bisschen ab, damit es nicht so extrem ist. Und gehe nochmal meinen Cheeks entlang. Und ein bisschen so dieses Leben in diesem ganzen Make-up-Look noch einzuflößen. Bitte beleidigt mich nicht. Diese Highlighter-Palette habe ich schon so lange, aber die ist echt so gut. Genau, damit gehe ich nochmal unter meinem Augenbrauen entlang, so ein bisschen highlighten. Und yeah, party harder. Mit dem braunen Eyeliner werde ich jetzt nochmal ein paar Freckles kreieren. Natürlich Fake Freckles. Ich finde es einfach süß und cute. Genau, damit es ein bisschen natürlich aussieht, verteile ich das so mit den Fingern. Natürlich kommt zu guter Letzt der Gloss. Das Gloss. Die Glossin. Egal welchen Pronomen du benutzt, du kannst es benutzen, because it's Lip Gloss. Woo, Leute, das ist der Finish Look. Bomb oder Bomb. Bomb oder Bomb. Ich fühle mich auf jeden Fall. Ihr seht, so viel Make-up brauche ich nicht. Also Make-up. Und es ist auch möglich, Leute. Es ist möglich, mit wenig Make-up viel rauszuholen. Ich dachte, ich hatte mal wieder richtig Lust auf so einen farbigen, bunten Look. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst Kommentare da. Ideen nehme ich immer gerne an. Ich bin offen. War nicht zu offen. Aber offen. Aber nicht. Das war mal wieder eine schöne Therapiestunde. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da. Und ja, was soll ich noch sagen? Bis zum nächsten Mal.